Mobilität in ihrer schönsten Form. Bewegung mit dem Fahrrad. Mitten in Deutschland, im Herzen Nordrhein-Westfalens. Der Kreis Unna. Eine vitale Region mit wunderschöner Natur, beeindruckenden Sehenswürdigkeiten und einer starken Wirtschaft. Eine Region zum Erleben. Freizeit, Wohnen, Arbeiten. Der Kreis Unna bietet für jeden das Richtige und für alle die Möglichkeit zum Erleben. Und das am besten mit dem Fahrrad. Fahrradfreundlich. Hier wird das Wort mit Leben erfüllt, dank flächendeckender Radwege und einer umfassenden Infrastruktur. Wir sind die feine grüne Mitte in Nordrhein-Westfalen und deswegen haben wir natürlich ideale Voraussetzungen für Radtourismus. Wir haben rund 200 Kilometer gute, ausgebaute Radwege. Wir haben das dichteste Netz von Radstationen in ganz Deutschland. Und egal, ob Sie nun an unseren Flüssen, der Ruhr, der Lippe, der Seesäcke entlangfahren, am Kanal oder unsere Innenstädte besuchen, die Burgen oder Schlösser besichtigen, Sie werden immer ideale Voraussetzungen für den Fahrradverkehr finden. Man sieht nur, was man weiß. Für das, was Goethe einst sagte, gibt es im Kreis Unna zum Beispiel den Infobus. Hier finden Fahrradtouristen Broschüren, Karten und kompetente Informationen, damit sie wissen, was sie auf den vielen Radtourmöglichkeiten sehen können. Etwa Haus Operdicke in Holzwickede, ein Wasserschloss aus dem 12. Jahrhundert, das heute nicht nur Kunstausstellungen und Konzerte in unvergleichlicher Atmosphäre bietet, sondern auch einen herrlichen Blick ins Tal der Ruhr. Flüsse und Wasserstraßen gibt es viele im Kreis Unna, genau wie gut ausgebaute Fahrradwege. Kommt beides zusammen, führt der Weg zum Datteln-Hamm-Kanal. Wer heute die besondere Ausstrahlung des Yachthafens in Bergkamen-Rünte genießt, kann kaum glauben, dass hier einst ein Kohlehafen mit riesigen Kohlehalden lag. Faszinierende Industriekultur erlebt man im Kettenschmiedemuseum Fröndenberg. Am besten natürlich mit dem Fahrrad. In mühevoller Kleinarbeit wurden die alten Maschinen zusammengetragen, restauriert und wieder funktionsfähig gemacht. Hier kann jeder hautnah erleben, was die Region einst geprägt hat. Und das direkt am Ruhrtal-Radweg. Auch Menschen mit Handicap können die Attraktionen im Kreis Unna erfahren. Je nach Bedürfnissen mit sogenannten Therapierädern oder Modellen für Rollstuhlfahrer. Der historische Marktplatz mit altem Rathaus in Werne. Dank moderner Technik bleiben die Sehenswürdigkeiten der Region niemandem verschlossen. Mobilität und Freizeitvergnügen für jeden. Damit wirklich jeder im Kreis Unna mobil sein kann, braucht man nicht nur Technik, sondern vor allem auch Menschen. Mitarbeiter der Radstationen helfen Rollstuhlfahrern an ausgewählten Bahnhöfen, den Bahnsteig zu wechseln und die vielfältigen Angebote des Nah- und Fernverkehrs zu nutzen. Und die, die erst am Anfang stehen, werden fit gemacht für den öffentlichen Nahverkehr. Das Projekt Nimbus vermittelt den sicheren und selbstständigen Umgang mit Bus und Bahn. Eine Kartoffel zeigt eindrucksvoll, was bei Unachtsamkeit passieren kann. Und die ganze Grundschulklasse übt, wie man am schnellsten und sichersten den Bus besteigt. Mobilitätskompetenz von Anfang an. Die Busschule der Verkehrsgesellschaft Kreis Unna. Hier sind die Wege kurz. Das gut ausgebaute Bus- und Bahnnetz bietet schnelle Verbindungen in die Region und die gesamte Republik. Und die Radstationen des Kreises sind die Serviceknoten in diesem Netz. Wer seine private oder berufliche Mobilität stressfrei mit dem Fahrrad gestalten will, findet hier sichere Parkplätze und kann dann ganz entspannt die Angebote der öffentlichen Verkehrsträger nutzen. Wenn gewünscht, bieten die Radstationen dazu noch kompetenten und professionellen Service rund ums Fahrrad. Der Fahrradbus bringt Freizeiterlebnis und Fahrradfahren ideal zusammen. Denn damit stehen die Wege zu den vielfältigen Radtouren im Kreis Unna allen offen. Mit ihren Fahrrädern im Anhänger fahren die Besitzer zu den schönsten Sehenswürdigkeiten der Region, um von dort aus ihre Tour zu starten. Etwa Schloss Cappenberg in Selm. Das ehemalige Kloster aus dem 17. Jahrhundert
ist heute zum großen Teil ein Museum mit immer wieder neuen Ausstellungen. Ob historische Schlösser, reizvolle Landschaften oder Zeugen alter Industriekultur. Mit dem Fahrradbus lässt sich im Kreis Unna noch mehr erleben und erfahren. Wer will, kann auch auf der Geschichte fahren. Ehemalige Zechenbahntrassen, wie hier in Kamen, sind jetzt schnelle und attraktive Routen für Alltagsradler, Pendler und Radtouristen. Überall im Kreis Unna findet man solche Beispiele des gelungenen Strukturwandels. Wie der Zechenturm in Böhnen, beliebtes Ausflugsziel und Symbol einer starken Region mit Tradition und Zukunft. Also wir sind Teil des großen Ballungsraums Ruhrgebiet. Das heißt, wir haben jede Menge Märkte hier in unmittelbarer Nachbarschaft. Von daher dürfte es schon interessant sein für Unternehmen, sich gerade bei uns anzusiedeln. Aber wir können natürlich auch für die Mitarbeiter etwas bieten, nämlich eine hervorragende Freizeitlandschaft. Wir sind insbesondere als Fahrradtouristikregion gut ausgestattet. Und von daher kann man hier Arbeit und Freizeit in geradezu herausragender Weise miteinander verbinden. Mobil mit dem Fahrrad für Arbeit und Freizeit. Wohl nirgends sonst ist dies so gut erfahrbar wie in Lünen mit dem Kolani-UFO auf einem stillgelegten Förderturm. Das Gelände einer ehemaligen Steinkohlenzeche ist Ziel vieler Radtouristen auf der Route der Industriekultur. Aber auch Standort des Technologiezentrums Lyntec, wo in den ehemaligen Zechengebäuden heute zahlreiche junge Firmen aus vielen Bereichen arbeiten. Von denen einige in ihrer Branche schon Weltmarktführer sind. Hier zeigt sich eindrucksvoll, wie aus einer großen Vergangenheit eine erfolgreiche Zukunft entsteht. Dazu gehört auch eine auf die Bedürfnisse der Unternehmen und ihrer Mitarbeiter zugeschnittene Mobilität. Der Kreis Unna hat dafür die Initiative Mobil und Job ins Leben gerufen, hilft so den Unternehmen mit einem betrieblichen Mobilitätsmanagement, alle Möglichkeiten der Nahmobilität optimal einzusetzen. Davon profitieren alle. Durch Zeitgewinn, geringere Kosten und ein Mehr an Lebensqualität. Lebensqualität zwischen Ruhr und Lippe. Im Kreis Unna gehört dazu auch die Frage, warum nicht mal auf dem Ruhrtalradweg zum Paddeln fahren? Im Kanucamp bei Schwerte kann man den Profis beim Training auf der Ruhr zusehen und auch selbst einmal Pedal gegen Paddel tauschen. Ein naturnahes Freizeitvergnügen für Aktive, für Familien, Vereine oder Schulklassen. Und für die Stärkung danach ist bestens gesorgt. Die Rohrmeisterei, eine ehemalige Pumpstation für Trinkwasser, bietet alles, was wichtig ist für das leibliche Wohl und fit macht für neues Erleben. Denn nach gutem Essen und Trinken wartet im wahrsten Sinn noch ein Highlight. In der alten Lindenbrauerei in Unna finden die Besucher das weltweit einzige Lichtkunstmuseum. Und wenn die Sonne untergeht, begegnen sich im Skyspace natürliches und künstliches Licht und schaffen eine einmalige visuelle Atmosphäre. Der würdige Abschluss eines ausgefüllten Tages voller faszinierender Erfahrungen. Der Kreis Unna freut sich auf Ihren Besuch.